Willkommen zum 16. Teil inzwischen schon meiner Serie über Diablo 3 und die Community. Und ich glaube, es könnte sein, dass es heute mal ein bisschen länger dauert, weil es gibt echt eine Menge zu erzählen und zu quatschen. Ich fange einfach mal an, wie immer in meiner Serie, fange ich an mit dem Goldpreis. Und der Goldpreis liegt jetzt bei 81 Euro. Er ist die letzten Tage noch mal ein bisschen gefallen. Ich glaube, der Höchstpreis lag so knapp bei 94 Euro, zwischen 90 und 95 Euro. Und wer meine Reihe geguckt hat und früher schon geguckt hat, der weiß, dass es ein unglaublich hoher Goldpreis ist, immer noch bei 81 Euro. Und es bestätigt auch mal die These, also ich erkläre das mal so ganz allgemein, wieso ist der so hoch, ich immer schon vertreten habe, dass es Blizzard geschafft hatte, im Laufe der Zeit einen Goldsink einzuführen. Blizzard hat viel Arbeit da reingesteckt in den Patches zuvor, dass der Goldpreis nicht immer weiter fällt. Obwohl ein Großteil der Leute dachte, das sei immer noch so. Es war aber nicht so. Durch das Crafting war sehr teuer, die Gebühren im Auktionshaus und Reparaturkosten und so weiter führten halt dazu, dass mehr Gold aus der Wirtschaft rausging, als reinkam und dadurch halt der Preis gestiegen ist. Und das ist natürlich die eine Sache, wie viel Gold gibt es insgesamt und wie viel Gold brauchen die Leute überhaupt. Ne? Das ist die Angebot und Nachfrage, die auch noch dazu. Und da ist natürlich jetzt klar, dass die Nachfrage unglaublich groß war und dazu noch kam, dass das Angebot sehr klein war, denn die Leute haben nicht mehr gebottet. Das war einfach nicht mehr profitabel, dazu war der Goldpreis zu niedrig und auch für die Botter war nicht abzusehen, dass der Goldpreis nochmal so hoch geht. Denn die Grundidee war, dass der Patch 201 erst mit der Abschaffung des Auktionshauses kommt. Und das ist in genau einer Woche, heute in einer Woche, am 18. und nicht vorher. Und dadurch hat man nicht mehr gedacht, dass nochmal so eine große Nachfrage kommt. Und das dachte ich persönlich auch. Und deswegen haben auch viele, ganz viele Leute zu botten aufgehört, als klar wurde, dass das Auktionshaus abgeschafft wird und vor allen Dingen nicht das Auktionshaus abgeschafft wird, denn dann hätte man ruhig noch weiter botten können, dann hätte man über eBay halt sein Gold verkauft oder über irgendwelche externen Seiten, sondern dass das Traden ganz abgeschafft wird. Als das rauskam, haben eigentlich den Großteil der Botter aufgehört. Und da ist kein Angebot mehr da. Und diese drei Faktoren, also insgesamt ist die Goldmenge geschrumpft über die letzten Monate, die Nachfrage ist sehr groß und das Angebot ist sehr klein und das führt dann halt zu diesem extrem hohen Goldpreis. Allerdings ist er jetzt schon wieder ein bisschen gefallen und ich habe noch ein bisschen Gold hier, 1,5 Milliarden, was ich eigentlich verkaufen möchte und ich hatte halt auf 100 Euro spekuliert. Und wir hatten auch eine Wette offen, ob der auf über 100 Euro steigt. Und der war ja auf der Richtung, aber jetzt ist er wieder gefallen. Und das spricht auch ganz klar dafür, dass jetzt auch die Spielerzahlen wieder sehr schnell fallen. Das muss man halt wirklich auch sagen. Mal eine kleine Sache zum Patch 201. Und wenn man sich mal überlegt, Reaper of Souls käme jetzt nicht raus. Oder man hätte nicht Reaper of Souls in Aussicht. Ich persönlich wäre vom Patch enttäuscht. Ganz ehrlich. Der ist Auktionshaus weg. Was soll man da jetzt noch groß machen? Also ich hatte meine Sachen gecraftet. Klar, man hätte noch ein paar Sachen finden können, aber ich habe auf T6 jetzt gefarmt und das ging eigentlich sehr gut. Man hat Paragon gefarmt, aber auch das Paragon-Level. Jetzt bin ich schon 345. So ab Paragon 400 sind die Paragon-Punkte einfach nicht mehr interessant, weil die interessanten Punkte, die hat man vergeben. Also das muss man sagen. Nur mal so eine kleine Sache, das habe ich mir gestern so überlegt. Also insgesamt hätte ich den Patch jetzt nicht so toll gefunden, zumindest als langfristiger Spieler. Aber man muss halt auch sagen, man muss ganz klar sagen, dieser Patch ist wirklich nur die Vorbereitung auf Reaper of Souls. Und da kommt eigentlich jetzt der Content. Da wird es jetzt auch interessant. Also das ist vielleicht auch einfach nicht oder falsch, den Patch
zu betrachten, als wenn Reaper of Souls nicht da wäre. Weil man muss einfach sagen, nach 2 Wochen Spielen hat er sich halt schon ein bisschen ausgespielt. Und das sieht man jetzt auch in den Fallen des Goldpreises, ne? Denn die Nachfrage ist dann einfach nicht mehr so groß. Sonst würde er weiter steigen, der Goldpreis. Und man sieht es auch an den Spielerzahlen. Wenn ihr in eure Francis kommt, es spielen zwar immer noch viele, aber naja, viele sind jetzt schon, probieren jetzt Hardcore aus, schon nach 2 Wochen und so weiter. Und das sieht man jetzt im Preis. Die Frage ist jetzt nur, steigt der nochmal kurz vor Ende? Der war in einer Woche, schließt er das AH. Und dann glaube ich zumindest, dass der Preis doch nochmal kurz vor Ende richtig hochsteigt. Es ist die Frage. Überlegen sich das alle so wie ich und denken, ja gut, ich warte auf den letzten 1, 2 Tage und verkaufe dann mein Gold, weil ich glaube, dass da nochmal panisch Gold gekauft wird von vielen Leuten, weil sie denken, ah ja, vielleicht muss ich jetzt doch noch 1 Milliarde für Reaper of Souls kaufen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie in Reaper of Souls da nicht mehr weiterkomme und so. Oder das kann auch, also dass alle so denken wie ich und dann ist das Angebot sehr groß und der Preis wird auch nicht höher gehen oder sogar stark fallen. Das kann sein. Oder die andere Möglichkeit ist halt wirklich, alle kaufen ihr Gold nochmal ganz zum Schluss und Panikkäufe und so. Und der geht nochmal durch die Decke, der Preis. Und da könnte der auch richtig hochsteigen. Genauso könnte er aber auch ganz schön fallen. Dass er jetzt extrem fällt, glaube ich nicht. Aber er kann fallen. Er kann aber auch sehr steigen. Und wenn ich jetzt abwäge und ich überlege jetzt aus einfach nur, ich muss jetzt das Gold nicht unbedingt für, sagen wir, 150 Euro verkaufen. Aber theoretisch geht der Preis, sage ich jetzt, von 80 auf 120, aber er fällt maximal auf 60. Dann ist es profitabel zu warten, wenn ich das gegeneinander abwäge. Die Chance, dass ich 40 Euro Gewinn mache oder die Chance, dass ich 20 Euro Verlust mache gegenüber jetzt. Und das abzuwägen, sagen wir, das ist 50-50, dann mache ich im Durchschnitt 20 Euro Gewinn. Das ist mein erwarteter Gewinn dann. Und deswegen denke ich, ist, dass die Chance größer ist, dass er nochmal höher steigt als tiefer fällt. Und deswegen warte ich einfach. Wenn ihr aber sicher gehen wollt und eure 80 Euro für 1 Milliarde, das ist halt auch wirklich, man ist schon greedy so zu denken vielleicht, weil 80 Euro ist halt auch wunderbar. Wenn man überlegt, die Milliarde war mal unten bei 15 Euro. Also da macht ihr auch absolut nichts falsch. Jetzt einfach zu verkaufen, dann seid ihr sicher. Denn es kann auch sein, dass er wirklich auf 50 Euro fällt. Es kann aber auch sein, dass der wirklich auf 150 Euro noch steigt. Also, das müsst ihr selber so ein bisschen wissen, ob ihr Gold jetzt verkauft. Für die meisten ist, glaube ich, das Sicherste ist einfach jetzt zu verkaufen. Und in meinem Video über Reaper of Souls habe ich ja gesagt, wie viel Gold ihr braucht. Man sieht es ja jetzt auch schön bei Patch 201, glaube ich, für die meisten, was ich dort in dem Video gesagt habe. Wann gebt ihr denn noch Gold aus? Außer jetzt mal ganz abgesehen vom Aha. Man craftet sich ein paar Armschienen oder so. Aber jetzt mal ehrlich, mit diesem neuen Loot-System, da hat man doch nach ein paar Crafts direkt fast alles perfekt gecraftet. Also wieso soll ich jemals nochmal andere Schultern craften? Es sei denn, ich will irgendeinen anderen Skill haben oder so. Aber solche Schultern hat man ganz schnell gecraftet. Ich habe da 5 bis 10 Versuche, glaube ich, für gebraucht. Hier, okay, da habe ich vielleicht ein paar mehr gebraucht, aber auch da, ich würde niemals neue craften. Das ist halt das, was ich meine. Also man ist jetzt auch schon vom Gear so ein bisschen am Ende angelangt. Und was vielleicht ein bisschen auch schade ist, das ist halt so das Problem am Patch 201 und auch an Reaper of Souls, was ich halt damit habe, dass man klar sagen, jetzt viele, das Spiel ist super geil und Loot 2.0 und alles toll, aber abrechnen tun wir in 2 Monaten nach Reaper of Souls. Und da ist so ein bisschen immer noch meine Angst oder meine Kritik an dem Ganzen, dass ich dann nicht sehe, wieso ich dann noch weiterfarmen soll, wenn ich alles best in Slot habe. Weil dieses neue Loot-System halt sehr alles egalisiert. Aber das ist nur ein kleiner Kritikpunkt am Rande und das wird sich alles zeigen, ob das überhaupt so interessant ist. Denn das Feedback in der Community ist ja wirklich unglaublich positiv über den Patch 201 hier. Das muss man ja sagen. Bei Reddit, wenn man da liest, da steht ja überall, das ist das beste Spiel aller Zeiten, ist jetzt Diablo 3. Solche Threads sind da, die dann wirklich auf große Zustimmung auch treffen. Oder es ist die beste 180-Grad-Drehung, die je eine Spielefirma gemacht hat. Solche Superlative werden da genannt. Und da bin ich immer sehr vorsichtig. Nach 2 Wochen Spielen, ein Spiel wie Diablo 3 schon dermaßen
in den Himmel zu loben. Das kann auch nur dazu führen, dass es genauso wieder runtergeht. Also, ich warte lieber ab mit meiner Kritik und meinem Feedback. Und wenn wir Reaper of Souls ein, zwei Monate wirklich intensiv gespielt haben, dann können wir immer noch sehen. So, und so viel zum Goldpreis und was damit auch alles verbunden ist, sieht man ja, ne? Ich finde das immer sehr interessant. Man kann am Goldpreis, an den Nuancen sogar sehen, wie das Interesse am Spiel ist und so weiter und so fort und wie das Feedback ist und wie jetzt schon das Interesse wieder ein bisschen nachlässt, ne? Und es geht mir übrigens genauso. Aber dann das so viel dazu. Und dann will ich einmal noch kurz zu Reaper of Souls was sagen, denn es gab so einen mysteriösen Twitter-Post von Josh Mosquera, in dem er sagte, oh, ich glaube, es war Josh Mosquera, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, mir wurde gerade was in einer Sitzung vorgelegt, unglaublich tolle Ideen und Grafiken, aber hat nicht gesagt, was das ist. Nur mal so sinngemäß. Und da gibt es jetzt große Spekulationen, was ist es? Kommt vielleicht doch eine Letter zum Release? Welche Überraschung gibt es? Gibt es doch noch eine große Überraschung? Und es kann sein. Also, ich würde nicht ausschließen, dass es noch eine große Überraschung für Reaper of Souls gibt, die wir nicht aus der Beta kennen und die bisher noch keiner weiß. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe allerdings auch in Interviews gelesen und ich lese da immer ziemlich viel. Man kann, glaube ich, bei so Interviews immer ganz gut zwischen den Zeilen lesen, dass es eigentlich die Version, die da so in der Beta am Ende zur Verfügung war, dass das eigentlich auch die Endversion ist, die jetzt kommt und alles andere erst in Content-Patches danach kommt. Und das ist, glaube ich, auch das Wahrscheinlichere. Also, das Reaper of Souls, da gibt es jetzt nichts Großes mehr. Wie gesagt, ich will nicht ausschließen, dass noch eine Überraschung kommt. Aber die arbeiten jetzt schon an den nächsten Patches. Und ich glaube, der erste Patch wird sein, dass es sowas wie eine Ladder gibt. Und wie die Ladder auch immer aussieht, ich glaube nicht, dass sie einfach so eine billige Ladder ist, globale Ladder. Da sieht man, wer das höchste Paragon-Level hat. Oder man macht einen neuen Char. Ja, und ich habe sogar alle voll. Und da kann man dann ein Häkchen machen bei Ladder. Sie sagen auch nicht Ladder, sondern sie nennen es den saisonaler Charakter. Da beginnen halt alle mit 0 Gold, Paragon 0, ohne Gear, von ganz Grund auf. Und ja, da ist halt die Frage, nach was sich diese Ranglisten dann richten. Zum Beispiel, wer hat die meisten Items gefunden, wer hat die meisten Legendaries gefunden, wer hat am meisten XP gemacht oder beziehungsweise wer hat das höchste Paragon-Level dann? Wer hat am meisten Gold gesammelt oder sowas. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man diese Ranglisten dann macht. Und das ist, glaube ich, ziemlich interessant und es hat auch viel Potenzial. Man kann da auch dann zum Beispiel in jeder Ladder irgendwas Neues einführen, neue Items für jede Saison oder neue Arten. Es gibt jetzt Abenteuermodus und Kampagne und dann kommt es vielleicht sowas wie eine Wave-Modus, wo dann darum geht, wer schafft in der Ladder, wer schafft es das höchste Level zu erreichen in so einer Wave, in so einem Wave-Dungeon, wo es immer weitergeht, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3 und die wird immer schwerer. Da gibt es viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist das, was dann auch Reaper of Souls wirklich interessant macht. Denn das, was ich eben beschrieben habe, dass ziemlich schnell der Content ausgelutscht wird und man alles erreicht hat und da auch nichts mehr dann drüber steht und man weder noch handeln kann dann. Ja, man konnte ja früher dann immer noch handeln oder man hat ja ein Item gefunden und das konnte man ja dann noch handeln mit jemandem und da irgendwie dann noch Gold mitmachen und sich darüber freuen. Das geht ja nicht mehr. Plus die Items, die man findet, man hat ja ganz schnell Best-in-Slot-Items. Also, wie gesagt, ich kann es nur wieder bei diesen drei, oder die, sagen wir nur die beiden gecrafteten Items hier sagen, da geht nichts mehr. Da geht einfach nichts mehr. Vielleicht noch Legendary, okay, aber das hat man einfach bald ziemlich schnell. Und es ist nicht mehr so, dass ein Item 10 Stärke rollen kann und wenn das, ja, und ich dann hoffe, dass es dann mal 300 Stärke rollt, sondern die rollen ja fast immer alle gleich 300 bis 329. Können Schultern rollen. Das ist die Range. Okay. Ob ich da jetzt 20 mehr Stärke oder nicht habe, ist mir dann relativ egal. Ist halt dann einfach best in Slot so ungefähr. Und das ist das, was ich meine. Also, wenn das dann im ersten großen Content-Patch in Reaper of Souls kommt, das wird das Spiel nochmal extrem viel besser machen und auch einen Modus für mich persönlich einführen, der das Spiel dann nochmal viel interessanter macht. Und jetzt die ersten 2 Monate. Die sind halt dazu da, viel rauszufinden in Reaper of Souls, die Items alle mal erstmal zu finden, viel zu farmen, Rift zu machen und so weiter.
Und wenn die das dann auch halbwegs zügig schaffen, dass dann ein guter Patch kommt, vielleicht sogar schon nach 2, 3 Monaten, das wäre richtig geil. Also das fände ich halt richtig cool. Und da sehe ich, wie gesagt, Riesenpotenzial in dem Spiel. So viel zu Reaper of Souls. Und dann das Letzte ist so ein bisschen über die Community. Viele haben es mitbekommen, ja einige auch nicht. Wir haben ja die Community Baudesau. Wenn man hier guckt, bei Deutsch, wir sind die mit Abstand größte Community. Mit jetzt gerade 5.792 Mitglieder. Was mich natürlich sehr, sehr, sehr freut. Und ja, am Sonntag vor einer Woche, nachts, habe ich gestreamt und es war sehr lustig. Kam plötzlich eine E-Mail, dass meine Community umgenannt wurde in Community 14 und ich verwarnt werde, weil der Name unangemessen sei. Und da dachte ich schon, what the fuck? Also ich habe nur die E-Mail bekommen, da stand, ihr Name ist unangemessen, sie sind verwarnt, ihr Account wird verwarnt und man kann da auch nichts mehr gegen sagen, das steht jetzt fest so, das wurde intern genau diskutiert und ich kann jetzt nichts mehr machen. So war die E-Mail. Und da war ich halt schon ein bisschen geschockt und die wurde dann umbenannt hier. Und ich habe erst gar nicht gedacht, ich wusste, es ist irgendein Held von mir, der falsch heißt oder was auch immer. Bis ich dann darauf kam, okay, es ist die Community. Unser Clan nicht, nur die Community, die umbenannt wurde und Community 14. Und dann, ja, dann habe ich den CM von Blizzard Europa geschrieben. Und der ist wirklich sehr nett ist. Und der meinte dann, ach, das ist auf jeden Fall ein Versehen und er kümmert sich drum. Und dann, ja, ging es ein bisschen hin und her. Aber nach ein paar Tagen habe ich dann Gott sei Dank den Namen zurückbekommen und bin sehr froh. Damit ihr das auch gut nutzen könnt, ich zeige euch mal, wie das so bei mir aussieht, so wenn man die Community hier der Leiter davon ist. Dort habe ich hier Builds für alle Klassen. Ne? Ich habe ein paar Leute einfach zu Offizieren ernannt, aus meiner Community, aus meinem Clan, so Mods. Ne? Und hier könnt ihr sehen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein DH seid, Chainsaw. Bild, dann geht ihr hier rechtsklick auf Chainsaw, macht Profil ansehen, Helden und dann guckt ihr euch sein DH an, der am besten der ausgerüstet ist. Ich zum Beispiel hier, und dann könnt ihr hier zum Beispiel sein Bild abgucken, weil ganz häufig die Frage kommt im Chat, sagt man Bild dafür, ein Bild dafür, ne? Und da habt ihr hier wirklich ein paar Leute und jeder kann halt hier raufklicken. Ihr müsst nicht mal Teil der Community sein, glaube ich, ne? Wenn man hier suchen macht, hier seht ihr. Ihr müsst nicht mal da joinen, sondern ihr könnt einfach hier rechts und dann Profil. Ja. Und da, ja, das hilft, glaube ich, vielen. Und vielleicht bauen wir das auch noch ein bisschen aus. Zum Beispiel bei Monk haben wir auch Bergtroll, Miyoki ist ein sehr guter Monk, Bergtroller auch. Müsst halt nur gucken, dass ihr seinen richtigen Charaktere sucht. Ne? Hier, dann seht ihr. Und ihr müsst dann halt auch so ein bisschen sehen. Ne? Oft ist dann so ein Bild halt auch abhängig von der Waffe, die ihr hat. Also ihr müsst auch schon so ein bisschen auf das Gear achten von jetzt jemanden und ja, aber ja, ich glaube, es ist eine gute Hilfe für euch. Und ja, das ist die Community und ich habe auch in den letzten Wochen wieder gemerkt, dass mein Stream auch wieder gut ankommt. Ich hatte in den letzten 2, 3 Monaten, da konnte man ja kaum mehr Diablo spielen und habe ich viel Hearthstone gespielt und insgesamt nicht so richtig gewusst, welches Spiel ich streamen soll. So richtig zufrieden war ich mit dem Spiel nicht. Ich glaube, ich bin ganz gut in Hearthstone, aber es ist jetzt kein Spiel, was ich täglich echt viel spielen kann und streamen kann. Irgendwie, ich weiß nicht wieso. Es ist mir da irgendwie zu casual und zu langsam. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass wieder Diablo 3 so im Aufschwung ist und freue mich jetzt wirklich auf Reaper of Souls. Bitte versteht meine Kritik jetzt nicht zu negativ, ne? Ich will hier gar nicht irgendeinen Hype irgendwie brechen oder so, sondern es ist halt so ein kleines, das Einzige, was mir noch so ein bisschen Angst macht bei Reaper of Souls. Und ja, freue mich jetzt wirklich und habe wirklich guten Zuspruch bekommen und die Viewerzahlen stimmen ja auch und das freut mich wirklich und die Community ist so groß und da helfen sich die Leute und unser Clan ist schön. Also finde ich wirklich cool und einfach mal Danke wollte ich auch allen mal sagen, die da dabei sind oder irgendwie damit involviert sind. Coole Sache. Okay, wir sehen uns also in dieser Reihe höchstwahrscheinlich erst wieder zu Reaper of Souls. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, so einen kleine Abschluss-Community oder Selbstgesprächreihe kann ich vielleicht noch machen nächste Woche, wenn das AH geschlossen ist. Da wissen wir mehr.
was ich jetzt so für Prognosen mache. Ich mache ja immer ganz gerne so die Prognosen und die kann man dann mal nächste Woche auswerten. Naja, vielleicht gibt es doch nochmal eine 17. Folge. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut.